Nach diesem Video wirst du einen der unterschätztesten Mechanismen der Oberstufe kennenlernen und so wesentlich mehr Motivation haben, um sehr gute Noten zu schreiben. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute gibt es so einen krassen Mechanismus, der mir selbst erst über die letzten 3 Monate und auch durch ein Video, wodurch ich inspiriert wurde, selbst in meinem Leben aufgefallen ist und mir dann dadurch aufgefallen ist, dass es auch vor allem für euch in der Oberstufe so krass zutrifft. Und zwar, das ist der Mechanismus des sogenannten Fly Wheels oder auch Flying Wheels. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass, wenn sich eine Sache in eurer Performance in der Oberstufe verbessert, verbessert sich nicht nur diese eine Sache, sondern dadurch, dass sie auch positive Effekte auf andere Dinge hat, verbessern sich auch diese, wodurch deine Noten doppelt und dreifach verbessert werden. Lass mich konkret werden. Best Beispiel. Wenn du zum Beispiel sagst, wenn unser Ziel ist es, sehr gute Noten zu schreiben, okay? Dann ist die Frage natürlich, okay, wie schaffen wir das? Was man jetzt zum Beispiel machen könnte, ist, man könnte mehr lernen. Und dann denken Leute, okay, ich lerne mehr, damit ich dann eine bessere Note schreibe. Und das stimmt natürlich auch. Ja? Wenn du mehr lernst, hast du tendenziell eher eine bessere Note. Aber das ist ja nicht, nicht die ganze Kausalkette, die passiert, sondern du lernst, was schon mal durch ein höheres Verständnis deine Noten positiv beeinflusst. Geil. Aber durch dieses höhere Verständnis kannst du zum Beispiel auch im Unterricht besser mitarbeiten. Das heißt, sowohl deine Klausurnote wird besser, als auch deine Mitarbeitsnote. Aber auch das heißt, deine Noten werden doppelt positiv beeinflusst. Aber auch da endet es ja noch nicht. Wenn du mehr in der Mitarbeit arbeitest, sieht dich dann der Lehrer in der Regel als positiver. Natürlich. Ja, das heißt, auch dein Eindruck beim Lehrer ist positiver. Wenn dein Eindruck beim Lehrer positiver ist, kriegst du dann tendenziell unabhängig von deiner Leistung etwas bessere Noten. Ja, vielleicht nicht viel, aber trotzdem ticken. Das heißt, es gibt dir schon drei oder zwei weit dreimal so viele Faktoren, wie du eigentlich dachtest, die durch das mehr Lernen positiv beeinflusst werden. Wenn du jetzt merkst, okay, der Lehrer ist dir positiv gesonnen, macht dir dann der Unterricht mehr Spaß? Klar. Das heißt, du meldest dich dadurch wieder. Das heißt, deine Mitarbeit wird schon wieder in doppelter Form positiv beeinflusst. Wodurch natürlich auch wieder der Effekt mit dem Lehrer besser wird. Ja? Das heißt, du verstehst dich mit dem Lehrer noch besser. Wenn du dich mit dem Lehrer gut verstehst und der Unterricht mehr Spaß macht, bist du dann grundsätzlich motivierter für die Schule. Hell yeah. Das bedeutet, deine Motivation ist größer, wodurch du wieder mehr lernst. Das heißt, dadurch, dass du mehr gelernt hast, ja, machst du besser, verstehst du mehr, machst du besser im Unterricht mit, verstehst dich mit dem Lehrer besser, hast mehr Spaß in der Schule, hast eine höhere Motivation und lernst wieder mehr. Ja, das heißt, es wird wie so ein Kreislauf, der immer, immer schneller wird, wie so ein Flying Wheel, was dann irgendwann komplett ausrastet. Und jetzt kannst du, das wäre jetzt nur ein random Beispiel, du kannst jetzt nahezu jedes Beispiel, wo du sagst, okay, das könnte man machen, um bessere Noten zu schreiben, egal was du nimmst, dir wird auffallen, es beeinflusst noch weitere positive Dinge. Ja, zum Beispiel kannst du auf einmal anfangen, dich schicker zu kleiden. Ja, was passiert? Du wirst dich mit dem Lehrer wieder noch besser verstehen, deine Motivation wird wieder noch höher sein, du wirst wieder mehr lernen, mehr verstehen, mehr in der Mitarbeit machen. Und auf einmal hast du in der Mitarbeit mehr mitgemacht, weil du ein schickeres Hemd angezogen hast. Hä? Aber genau das sind eben die Mechanismen, die fast niemand sieht. Und das ist so entscheidend, vor allem für deine eigene Motivation, das zu verstehen. Weil du auf einmal merkst, Moment mal, ob ich hier lerne oder nicht, ist nicht die Entscheidung, ob ich jetzt ein bisschen mehr weiß oder nicht. Sonst beeinflusst so viel mehr Dinge. Das bedeutet, die Entscheidung ist nicht, lerne ich jetzt oder lerne ich nicht, sondern nehme ich all diese Effekte, ja, diese ganzen positiven Effekte, diese ganzen Multiplikatoreffekte mit oder eben nicht. Und die Entscheidung fällt einem schon wesentlich, wesentlich leichter. Nehmen wir irgendein anderes komplett random Beispiel. Keine Ahnung, was fällt mir ein? Du könntest dich weiter in die erste Reihe vorsetzen, ja, alleine in die erste Reihe. Was wird passieren? Du wirst dich automatisch mehr melden. Du wirst mehr melden, selbst wenn nicht, wenn du deinen speziellen Lehrer nicht damit positiv beeinflussen wirst, was wird passieren? Du wirst trotzdem mehr am Unterricht zuhören. Was passiert dadurch wieder? Du wirst wieder die Dinge mehr verstehen. Wenn du Dinge mehr verstehst, wirst du dich dann auch grundsätzlich öfter melden, weil du ja mehr weißt. Natürlich bekommst du dann zum Beispiel dadurch automatisch schon mal bessere Noten, weil du dich mehr gemeldet hast und auch bessere Dinge gesagt hast. Natürlich. Wenn du bessere Noten rausbekommst, bist du dann grundsätzlich auch motivierter, wieder noch mehr zu lernen? Natürlich. Und ihr merkt schon, egal welche Komponente du nimmst, es wird einfach nur immer, immer krasser. Deswegen mein ganz klarer Appell in diesem Video an dich: Überleg dir mal, was sind so ein, zwei, drei, vier, fünf konkrete Dinge, die du machen kannst, die deine Note verbessern würden. Und dann schreib dir auf, welche anderen Faktoren, die wiederum deine Note positiv beeinflussen, wird durch diesen Ursprungsfaktor
positiv beeinflusst und mach das wirklich mal so als große Map, wo du denkst, okay, das beeinflusst das, das, das ist krass, 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 krass. Weil wenn du erstmal merkst, was für einen heftigen Impact diese eine kleine Handlung, die du vielleicht jeden Tag, jeden Schultag wieder machst, was das alles bewirken kann, ja, was wie so dieser Butterfly-Effekt, der Schmetterlingseffekt, so irgendwo in Südostasien macht ein Schmetterling einen kleinen Flügelschlag und der Flügelschlag, diese leichte Luftdruck geht dann da rein und dann macht es noch ein anderer Schmetterling und dann wird das schon so ein kleiner Luftzug, ja, und dann geht es nochmal in eine andere Strömung rein und dann kommt da die Wolke und auf einmal macht und dann wird es nochmal ein Orkan, ja. Genau das ist das. Genau das ist es. Das ist der Flying Wheel Effekt, einer der unterschätztesten Mechanismen in der Oberstufe und in der Schule. Und wenn du das verstanden hast, wirst du wesentlich motivierter sein und vor allem wesentlich bessere Resultate erzielen. Und das ist ja der Grund, warum wir hier sind. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo.